Nachdem der Internationale Frauentag im März stattfindet, überlegte man sich in Brunn am Gebirge ein besonderes Programm. Und so viel sei verraten, es durfte gelacht werden. Traditionell luden die SPÖ-Frauen ins Bruno, um anlässlich des Internationalen Frauentags einen lustigen Abend zu verbringen. Für die gute Laune sorgte Kabarettistin und Schauspielerin Eva-Maria Marold. Ich spiele heute Abend mein Programm vielseitig desinteressiert und als Frau für sehr oft hauptsächlich Frauen im Publikum, aber doch auch Männer. Und ich erzähle halt sehr, sehr viel Private, sehr viel persönliche Geschichten als berufstätige Mutter. Vielleicht wird die eine oder andere von Ihnen wissen, bin ich Mutter von zwei alleinerziehenden Söhnen. Und jetzt seit zwei Jahren, also seit Beginn dieser maledeiten Corona-Pandemie, sind meine Söhne auch allein für ihre Bildung zuständig. Ne? Homeschooling, Distance Learning, den ganzen Scheiß. Wobei ich muss sagen, mit dem Distance Learning haben meine Buben eigentlich nie Probleme gehabt. Ja? Immer schon sehr vom Learning distanziert. Der gesamte Erlös aus dem Kartenverkauf der Veranstaltung kommt dem Mödlinger Frauenhaus zugute. Zusätzlich wurde auch eine Spendenbox aufgestellt. Die Frauen im Frauenhaus brauchen wirklich massivste Unterstützung, Hilfe. Und diese Hilfe können wir ihnen nur durch Spenden geben, denn wir können nie sagen, sie brauchen das oder das. Also das muss wirklich die Leitung vor Ort bestimmen. Der Internationale Frauentag ist sehr wichtig, auch für mich persönlich. Wir Frauen einen Tag irgendwie ein bisschen nach vorne zu rücken und uns solidarisch gemeinsam einfach einen schönen Tag zu machen. Es gibt doch, was das Thema Frauen betrifft, doch noch viel zu tun. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit und ähnliches mehr. Und da ist der Tag der Frauen, der Internationale Tag der Frauen natürlich ein guter Anlass, um auf das hinzuweisen. Und daher ist es wichtig, dass wir den Internationalen Frauentag haben. Und so an Tagen wie heute, wo sich auch Frauen entspannen können und die Atmosphäre genießen können, ist auch für Frauen sehr, sehr wichtig. Was hoffen Sie denn, dass die Besucherinnen und Besucher von diesem Programm mit nach Hause nehmen? Ich hoffe nur, dass sie hier zwei schöne Stunden haben und einfach den Kopf ein bisschen freikriegen für zwei Stunden. Dass man nicht nur daheim sitzt und Fernsehen schaut. Seit zwei Jahren hörst du nichts mehr außer Corona, Corona, Corona. Schaltest du Radio ein, schaltest Fernsehen ein, wurscht. Nur Corona, Corona. Und ich habe mir so gewünscht, ja, ich will endlich wieder ganz normale Nachrichten hören. Ja. Jetzt sage ich aber, hüte dich vor deinen Wünschen. Jetzt höre ich andere Nachrichten. Und ich wünsche mir die Corona-Nachrichten wieder zurück.